Ja, hier haben wir die Nummer 27, Birne, Gurke, Quitte. Und die Idee ist hier vielleicht auch nicht unbedingt im Aperitifbereich ursprünglich gewesen, sondern wirklich eher etwas als Essensbegleiter. Durch die Milchsäurefermentation, die wir hier mit einsetzen, haben wir weniger Süße. Wir haben eine andere Art von Säure im Produkt. Und riechen wir mal rein. Ah, die Gurke, natürlich diese Frische von der Gurke, aber auch so vegetabil-kräuterige Anklänge in der Nase. Ganz, ganz spannend. Aha, und wenn ich reinrieche, dann habe ich die Duftigkeit von der Gurke. Ich habe diese grünen Noten, fast ein bisschen was Vegetabiles. Und schon eine Süße, ein süßer Kern, wenig Säure im Abgang. Klar, die Milchsäure ist nicht so hart wie vielleicht die reine Apfelsäure. Ich denke, als Essensbegleiter funktioniert das natürlich richtig gut mit einer Forelle, vielleicht auch einen Gurkensalat mit dazu. Wer vielleicht auch Avocado haben möchte, auch das würde gut dazu passen. In der kleinen Flasche gibt es die jetzt auch. Na klar, Gurke ist ein optimaler Partner für jeden Gin und deshalb kann man diese 0,2-Flasche auch immer gut als Filler nehmen. Viel Freude mit Birne, Gurke, Quitte.